What? Fireflies? Get down! Oh! Who the fuck are these guys? Stay the fuck back! Joel? Put your arm around me. I think we're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here. Oh, get up, get up, get up. You gotta tell me what to do. Come on. You gotta get up. Joel? Riley? Ow. I landed on my hip. What the hell? I thought I was bitten. I know. It was kind of awesome. You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days? Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time, I thought you were dead. Yeah. Here. Look. No way. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years, and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. You still have it up. What? What are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. Yeah. And I owe you an explanation. Let's get out of here and I'll tell you all about it. It's almost morning, and I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies. Put some pants on and let's go. I'm so dumb. Well, come on. When have we ever gotten into trouble? Shit. Come on, give me something. Here we go. Okay, I'm gonna put you on your side. Jesus. I'll be back in a flash. Promise. I totally got this. All right, now where the fuck do I go?
Konnichiwa, meine Otakus, nach diesem langen Intro. Erstmal ein herzliches Willkommen. Wir spielen jetzt Left Behind. Das ist jetzt hier ein bisschen in der Vergangenheit. Man muss die Story vorher durchgespielt haben, damit man ein bisschen versteht, was hier jetzt los ist. Deswegen, wer das nicht gesehen hat, die Hauptstory, sollte jetzt lieber es wegschalten, weil das spoilert ganz schön viel. Wir werden auch ein bisschen was über Riley erfahren, ihre Freundin von früher. So, wir müssen jetzt irgendwie, ja, es sieht so aus, als ob wir jetzt Medizin und sowas suchen müssen und Verbände und alles für Joel. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was jetzt alles auf uns so warten wird. Ich bin gespannt. So, natürlich, ich habe jetzt auf dem Modus schwer gemacht. Ein bisschen anspruchsvoller. Man sieht auch unser Leben, wenn man... Ja, da. Das ist nicht gerade sehr viel. Ich werde bestimmt sehr oft sterben. Aber ich gebe mein Bestes. So, ich habe gelernt, hier muss man wirklich in jeder Ecke suchen und gucken, ob man hier was findet. Und habe ich echt nur das Messer? Ach du Scheiße. Keine Munition, nichts. Okay. So, ich habe dieses DLC sozusagen noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo hier was ist und was wir machen sollen. Da kann man hoch, okay. Am besten ist immer die Umgebung sich anzuschauen. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine bleiben werden. So war es nämlich noch nie in diesem Spiel. Immer irgendwelche Schweine, die hinter irgendwelchen Ecken lauern oder Klicker und Runner. Einfach furchtbar. So, okay, ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Gefunden habe ich nichts. So, das sieht aus wie ein, ja, Einkaufszentrum, oder? Frozen Joghurt. Ja, es könnte passen. So, okay. Ich gehe mal hier hoch. Man weiß ja nie, was da oben ist. Deswegen ist es vielleicht besser, dass ich einen anderen Weg gehe als den direkten. So, mal schauen. Erstmal hier rein. Ja, das sieht wirklich stark nach einem Einkaufszentrum aus. Hier müsste es ja eigentlich theoretisch Sachen geben, aber da ich auf schwer gemacht habe, wird es weniger geben als auf Normalmodus oder Leichtmodus. Warum tue ich mir das an? So, hier sind überall so eine Container, wo man sich verstecken kann und in Deckung gehen kann. Ich glaube, hier wird es noch ein bisschen Action geben. Warum auch nicht, oder? Die wollen mich doch nur quälen. So, was gibt's hier? Okay. Schöne Beine. Oh, shit. Was denn? Habe ich irgendwas verpasst oder warum sagt sie, oh shit? Mach mir keine Angst, Ellie. Charles Jones. New Spring Collection. Okay. Ich versuche nur, mich ein bisschen abzulenken mit diesen ganzen Plakaten hier. Ach du Scheiße. Was ist los? Ja, ich weiß, dass wir irgendwie dahin müssen, aber... Ich schaue mich halt länger ein bisschen um hier. Lasst mich mal. Was ist das Scheiße? Wir haben nur so ein blödes Messer. Goldfish Kids. Ein Geldautomat. Sportwerbung. Toll, alles ist zu hier. Warum gibt's hier nichts? Hätte ich mal nicht schwer gemacht. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gefunden. So, was ist das hier?
Sieht cool aus. Sieht aus wie so ein Indianer irgendwie. American Princess. Kann ich hier rein? Ist abgeschlossen. Kombination erforderlich. Natürlich. Jetzt hört auf. Lasst mich mit euren Hinweisen in Ruhe. Ich möchte jetzt den Weg gehen, den ich gehen möchte. Ein Stein. Hurra, wir sind gerettet. Ganz toll. So, ich schaue hier gerade wirklich in jeder beschissenen Ecke, ob ich irgendwas finde. Das ist die pure Verzweiflung. So, das ist das Einzige, was hier offen ist. Na toll. Na dann, gehen wir mal hier rein. Okay, ich kann wenigstens hier diesen Modus machen. Den Horsch-Modus. Den kann man bei Überlebende und den weiteren Modus, also die weiter aufsteigen, kann man das nicht machen. Das habe ich mal bei der Hauptstory gemacht. Also privat jedenfalls. Oh Gott, das war furchtbar. Das war echt furchtbar, dieser Modus. So, wir müssen jetzt hier nach Medikamenten suchen und sowas. Die Musik ist bedrohlich, die macht mich ein bisschen nervös. Ach, na toll, ist alles leergeräumt hier. Was ist das? Eine Zeitschrift? Anything? Nothing. Na, wer hätte es gedacht, Ellie? Ich glaube, wir werden auch nicht so schnell fündig. Jetzt müssen wir jedes Regal hier abklappern. So, einmal rum. Beauty. Okay, das ist auch hier unterteilt alles. Pharmacy. Okay. Mal sehen, ob wir hier was finden. Hier liegt ja ein bisschen was rum. Come on. Of course. Everything's picked clean. Ja, das ist natürlich klar. Nicht nur wir brauchen jetzt Medikamente. Und, ist da was? Nein, na toll. Ich hoffe, wir werden überhaupt fündig. So, hier vorne war ich noch nicht bei diesem Regal. Warum müssen hier so eine Pappdinger stehen? Ich erschrecke mich vor sowas, wenn ich mich schnell umdrehe. So, da können wir auch noch gleich hin. Ach, verdammt nochmal. Hier gibt es ja wirklich gar nichts. Nicht mal Munition oder so. Gib mir doch mal was. Bitte. Hier ist ein Zettel. Please read. Pharmacist. Maybe he's got something on him. 35, 30, 31. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35, 30, 31. Sehr schön. Das ist schon mal die Kombination, die wir brauchen. Hier ist noch eine Tür. Können wir hier rein? Oh, come on. Oh, come on. Ja, jetzt wirklich. First aid kit. Super. How the fuck do I get inside? Schlüssel? Oh, komm, ey, bitte. Würde das funktionieren? Nein! Okay, das war eine verzweifelte Aktion. Na toll. Also wir müssen jetzt zu diesem American Princess Laden. Ach, da liegt noch ein Stein, den nehmen wir mal.
finde das hier echt zu ruhig. Das gefällt mir irgendwie nicht. So. 35 right, 3 left, 31 right. That worked. So. Hoch damit. So, dann gehen wir mal rein. Oh. Shit, Spores. Oh, nö. Fuck you. If you're gonna jump out at me, go ahead and fucking do it. Ach nein, ich will nicht. Oh Gott, jetzt geht's los. Ich sehe gar nichts. Ja, hier gibt's auch Materialien. Na toll. Was für ein Zeichen ist das jetzt? Ich kann nichts herstellen, okay? Jetzt ist die Frage, was ist hier drinne? Sind die Klicker, Runner? Wenn die Klicker sind, kann ich ja das Licht anmachen, aber bei Runner... Ich glaube, ich gucke erstmal und säuber hier ein bisschen, falls hier irgendwas rumschleicht. Oh Gott. Hallo? Natürlich, hier wo Puppen und so sind, da sind dann auch Zombies. Ganz toll. Das macht ihr super. Nee, ich will die Taschenlampe jetzt nicht benutzen. Da. Gah, yuck. Okay. Okay, hier scheint die Luft rein zu sein. Hier sind überall Sporen. Das ist echt widerlich. Ich schaue mich erstmal um, bevor ich den anfasse. Wer weiß, vielleicht steht er auf oder so. Das ist die reinste Hölle hier wirklich. Mit dem ganzen Spielzeug. Und dann ist es hier vernebelt mit den Sporen und alles. Es ist doch voll die Hölle. Hier, diese scheiß Puppen. Was ist, wenn die aufwachen und dann uns angreifen? Das kommt ja immer ziemlich häufig in den Horrorfilmen vor. Hier, wie die schon aussehen. Nicht gerade sehr freundlich. So. Hier scheint es irgendwie gar nichts zu geben, ey. So eine Scheiße. Oh, ich traue mich nicht, den anzufassen. Oh, man. Don't come to life, don't come to life. Nicht aufwachen! Bitte, du bist tot. Okay, wir haben den Schlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, du blödes... God damn it. Fuck you! Alright. Key. Pharmacy. Let's do it. Okay, warte. Hier sind ein paar Fotos. Also die Frau sieht da oben schon aus wie ein Zombie, irgendwie. Ich weiß nicht. Gott. Ich weiß nicht. Ich finde das hier nicht so... Nicht so sicher. Das war doch jetzt klar. Natürlich. Ist klar. Da ist ein Ficker. Klicker. Oh nein. Was wollt ihr denn jetzt? Ist da nur eine oder kommen da jetzt ganz viele? Na super. Von wo kommt der denn jetzt? Ich will nicht. Ach herrje. Okay, bevor ich jetzt versuche, diesen Klicker zu killen oder zu umrunden, mache ich hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part von Left Behind. Bis dann.